die Leute erzählen, ich hobbel, wenn ich geh. Und die Ohren wollen auch nicht mehr so richtig. In den Frühstückspause verschüttel ich den Tee, aber für mich ist das alles nicht so wichtig. Mit meinem Presslufthammer fühle ich mich verbunden und bin verknallt in Staub und Schutt. Und ich rette euch in nicht mal 4,5 Stunden an ein Familienhaus in Dutt. Yo. Den Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und den mach ich krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und den mach ich krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadadzong, radadadzong, weg ist der Balkon, dong. Mit meinem Chef versteh ich mich allerbest. Ich jammer ja auch nie rum von Lohnerhöhung oder Arbeitsgesetz. Und der findet, ich bin gar nicht so dumm. Moin, moin, mein Bernhard, nach Henn und Rutholz brüllt er mir manchmal ins Ohr. Und dann krieg ich ne Zigarre und dann bin ich ganz stolz. Und dann knatter ich ihn ein vor. Hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und den mach ich krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Den Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und den mach ich krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Radadadzong. Jawohl. Da geht er hin. Nur einmal ist mein Chef in Wut geraten, da musste ich zu ihm nach Hause und sollte ihn seinen Garten umgraben. Und er sagte, ich mach erstmal Pause. Hier rumzustehen hat sowieso keinen Zweck. Ich geh mal rüber und besuch unseren Pastor. Und ich hab verstanden, knack hier alles weg. Als er zurückkommt, lag sein Haus auf dem Laster. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und den mach ich krach. Das gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt den Presslufthammer Bernhard. Und oh ja, Jeden. Leiser. 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 Leiser
Also, womit man die Steine immer so kaputt machen tut, ne? Ding! Also, so ein Hammer mit harte Luft. Ding! Also, ich sag, Gott, ich muss sowieso wieder zu meiner Arbeit gehen. Lass das doch nach mit den Rock'n'Roll. War doch am Ende peinlich hier, oder? Oder was? Was? Geht pennen,